Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Disneyland-Haul für euch. Ihr habt ihn euch gewünscht, ihr bekommt ihn. So, ich trinke heute aus meiner tollen Elsa-Tasse, passend zum Anlass, meinen Kaffee. Diese Tasse habe ich nicht im Disneyland gekauft, aber sie passte jetzt ganz gut da rein. Die habe ich bei Butlers gekauft im letzten Winter. Und die haben auch immer mal wieder schöne Disney-Sachen. Und da habe ich einmal Elsa und mein Mann hat Pongo und Perdita von den Dalmatinern. Und die schimmert halt Gold und hat hier Rosa. Also immer mal bei Butlers vorbeigehen. Momentan haben sie, glaube ich, Chip and Dale und wie hieß noch die andere? Dumbo. Dumbo haben sie noch. Genau. Wäre was für meine Schwester auf jeden Fall. Werde ich ja nochmal Bescheid sagen. Sobald die Glütte größer ist, gibt es halt Dumbo-Hüsche. So, wer mich kennt, weiß, dass ich ein absoluter Disney-Fan bin. Ein Mega-Fan. Und ich habe sämtliche Sachen von Disney. Wenn euch mal eine komplette Disney-Figuren oder Disney-Sachen ja, interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann mache ich auch gerne nochmal ein Video zu meinen restlichen Disney-Figuren, die ich mir mal angeeignet habe. Nicht nur die ich mir jetzt im Disneyland persönlich gekauft habe, sondern auch die nach und nach mal in meine Sammlung geflossen sind. Denn ich habe auch so mal welche bestellt außer der Reihe. Ja, das wichtigste Accessoire, was man im Disneyland braucht oder wenn man so aus dem Disneyland kommt, sind die obligatorischen Mickey-Maus-Ohren. Und ich habe mir nicht irgendwelche gekauft, ich habe mir Star Wars Disney gekauft. Ja. Ehrlich gesagt, erst wollte ich keine haben. Ich habe gedacht, so, nee, und du wirst sie nie wieder anziehen und du brauchst sie nicht. Aber wenn alle damit rumlaufen, ich glaube nicht, am zweiten Tag war einfach dann kein Halten mehr. Dann war es da. Ich wollte eigentlich gerne die von Alice im Wunderland haben. Ich kann euch hier nochmal ein Bild einblenden von denen. Die finde ich mit am schönsten. Mir haben so einige gefallen. Ich habe ganz viele. Ich kann euch gerne ein paar Bildchen noch einblenden. Ich habe viele ausprobiert, um einfach auch mal zu gucken, welche davon ist mein Favorit. Ihr könnt ja mal bei den Fotos, die ich euch jetzt hier einblende von meinen Disney-Ohren, mir sagen, welche eurer Favorit war, wäre, welchen ihr euch gekauft hättet von diesen ganzen verschiedenen Disney-Öhrchen. Simba, Ariel, Alice oder doch ein bisschen was anderes noch. Frozen hatten sie zu der Zeit noch nicht. Gab es noch irgendwie keine passenden Öhrchen dazu. Sie arbeiten ja derzeit, glaube ich, an einem Frozen Adventureland und so weiter. Und da bin ich mal gespannt, sobald ich mal wieder hinkommen sollte. Bei mir muss das Star Wars sein. Die sind auch anders als die anderen. Die waren noch ein bisschen teurer. Die sind aus Plastik. Die sind auch nicht so lange tragbar. Also tun irgendwann richtig weh. Und was der Clou in der Sache ist, die leuchten. Die sind so cool. Wenn es dunkel ist, leuchten die und alle leuchteten im Disneyland abends. Das war so, wow. Ja, ich setze sie jetzt mal auf. Also wie gesagt, der Heilreifen selber ist ein bisschen, dass der hier so arg drückt. Und deswegen, die normalen Disney-Ohren sind ja aus Plüsch und ein bisschen leichter zu tragen. Ich setze mich mal ein bisschen zurück, dann könnt ihr meine Ohren auch besser sehen. Ja. Was habe ich mir noch gekauft? Ich muss sagen, jetzt wo ich die Sachen nochmal zusammengetragen habe, ich habe eben meine Fotos angesehen, weil ich mache ja immer Haul-Bilder sozusagen. Das ist irgendwie so angewohnt von der Con und so weiter auch. Vieles waren natürlich auch Geschenke. Ich habe vieles an meine Familie verschenkt, an Freunde verschenkt. Deswegen habe ich natürlich nicht mehr alle Dinge da. Ich kann euch auch hier noch ein paar Bilder einblenden von den Dingen, die ich nicht mehr habe, die ich schon verschenkt habe. Da war zum Beispiel eine Bonbondose von hier, wie heißt der noch hier? Hier, Remy und Ratatouille. Von Ratatouille war eine Bonbondose dabei. Ich habe mehrere Pins verschenkt. Da war ein Pin dabei. Mein Spider-Man-Pin. Den seht ihr auf dem Foto auch, den habe ich noch, aber ich habe ihn gerade nicht mehr wiedergefunden. Ich glaube, der ist auf irgendeinem Rucksack, der irgendwo in der Ecke ist. Ja. Dann habe ich meiner Schwester ganz viel Sachen gekauft. Ich war irgendwie voll im Rausch und habe meiner Schwester so viel Babysachen geschenkt, weil meine Schwester war zu dem Zeitpunkt schwanger mit ihrem ersten und mit unserem ersten Familiennachwuchs. Und ich war natürlich die stolze Tante und die stolze Tante musste ganz viel mitbringen. Und das seht ihr hier nochmal auf dem Foto. Ich habe ihr ein Body von Ratatouille gekauft mit kleiner Mütze. Das passte ihr leider auch nur recht kurz, aber es war auch eher so für Fotos und wirklich für den. Für das, meine Schwester ist absoluter Ratatouille-Fan und liebt Remy. Und dann habe ich ihr so eine kleine Maus mitgebracht, so ein Sumsum, so ein Remy. Und dann gab es noch ein
ein Anzug, das ist so ein, wie nennt sich sowas, wo das Baby reinkommt im Buggy, was unten zu ist, wie so ein Schlafsack mit Bambi drauf. Dann gab es einen Klopfer Body und ein Bambi Langarm Body. Da passte sie leider auch nicht mehr so lange rein, aber wir haben es ja alles beiseite gelegt fürs nächste. Naja, und dann gab es noch Dumbo-Plüsch mit Mama und Dumbo, weil meine Schwester auch absolute Dumbo-Fan war, wollte sie unbedingt auch das Plüschtier haben von der Mama mit Baby Dumbo und der ist auch echt süß. Ja. Also wie gesagt, ich muss sagen, so viele Sachen sind es gar nicht. Am Ende des Videos zeige ich auch nochmal ein paar Sachen, die ich im Disney Store gekauft habe, außerhalb des Disneylandes, weil da bestelle ich regelmäßig hin und wieder auch mal. Sieht auch irgendwie schon cool aus, wenn das blinkt die ganze Zeit, ne? Ja, ich lasse es jetzt auf für das Video. Also, ich fange mal an mit dem, was ich wirklich jetzt gerade in meiner Hand habe, das kleinste Teil. Es ist ein Pin. Es ist ein Pin von Ratatouille. Remy und sein Bruder mit dieser schönen Kaffeetasse. Und es passte natürlich sehr. Ich mochte diese ganze Remy-Ecke, alles, was damit zu tun hatte. Wie gesagt, das seht ihr nochmal im Vlog auch. Das war mit mein Favorit von der ganzen, vom Disney. Ich kann euch zum ganzen Disneyland Park-Ding nochmal ein bisschen was an, nochmal ein anderes Mal auch gerne berichten. Mein Eindruck davon und so. Aber ich mochte, es gab einmal den Disneyland Park. Und dann gab es das Walt Disney Studio. Das waren zwei unterschiedliche Park-Areas, würde ich so sagen. Und ihr braucht entweder eine Kombikarte, wo ihr dann switchen könnt, oder ihr könnt halt pro Tag nur eine Seite euch entscheiden. Wir waren den ersten Tag im Disneyland und im zweiten Teil waren wir im Walt Disney Studios. Aber da war nicht so viel. Da war sehr viel geschlossen und auch derzeit überholt und überwartet, aber da war die Remis-Ecke, also die ganze Ratatouille-Ecke mit dem Restaurant, mit diesem lustigen, dass man mit so Wagen durchfährt, mit 3D-Effekt und dann war das so ein Brunnen und da waren so kleine Buden mit Käse und Snacks und ja, also Essen war nicht so dolle. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr ins Disneyland fahrt, schmiert euch morgens im Hotel Brote oder nehmt euch was vom Frühstück mit, weil also Kaffeegetränke und so gehen, sind auch okay, kosten auch so viel wie hier beim Bäcker auch, aber so Essen gibt es nicht unter 15 € und dann müsst ihr gleich so ein ganzes Menü kaufen und das ist alles Fast Food und das war mir manchmal, mir als kleine Person, viel zu viel und auch viel zu viel Geld. Also da reicht mir meine 2 Stunden am Tag und mehr muss ich nicht. Also man darf auch sein eigenes Essen mit reinnehmen, das ist kein Problem. Jedenfalls glaube ich das. Also es hat mich keiner gefilzt, jedenfalls. Ja, ich habe mir zum Spider-Man-Pin aber auch noch einen Spider-Man-Schlüsselanhänger gekauft. Der hing lange Zeit an meinem Rucksack, aber derzeit musste der erstmal weichen. Aber der kriegt auch nochmal seinen festen Platz. Und einer meiner Lieblings, der ist an meinem Schlüsselbund dran, ist mein Star Wars-Schlüsselanhänger. Der hat auch schon ganz schön gelitten. Aber er ist jetzt auch über ein Jahr alt. Finde ich gut dafür, dass er halt schon. Also er ist ordentlich angelaufen und auch die Farbe ist schon ein bisschen ab. Von hinten seht ihr das nochmal. Hier mit dem X-Wing richtig schön drauf. Disneyland Paris. Ja, also liebe ich. Aber ich glaube, der Schlüsselanhänger lag allein schon bei 11 oder 12 €. Also die Sachen sind nicht günstig, Leute. Also wenn ihr ins Disneyland fahrt, nehmt euch bitte auch Taschengeld mit, denn ihr kriegt nichts unter 7 €. Das ist wirklich heftig. Ja. Damit war ich irgendwie nicht gefeit. Und jetzt, wie gesagt, nachträglich denke ich mir, ich habe gar nicht so viel für mich gekauft. Ich habe viel mehr für meine Familie gekauft. Nächstes Mal kaufe ich mehr für mich. Und ich habe einen Captain America Schlüsselanhänger. Ich hatte überlegt, ich wollte irgendwas von den Marvel-Figuren mitnehmen. Er war eigentlich ursprünglich als Geschenk gedacht für eine Freundin. Und ich musste mich zwischen Thor und Captain America entscheiden. Und als sie sagte, sie hätte gerne lieber was von Thor, hatte ich den schon gekauft. Naja, ich habe ihn behalten. Ich denke mal, ich kann ihn auch irgendwie nochmal verwenden. Ich bin ja eigentlich ein absoluter Captain Marvel-Fan. Aber zu dem Zeitpunkt war der Film noch nicht raus. Und es gab zwar T-Shirts und eine Handtasche. Und ich habe sehr geliebäugelt. Und ich habe sie nicht gekauft. Und ich habe mich hinterher schwarz geärgert. Ich hätte sie gern gehabt. Aber dazu komme ich später nochmal. Ich mache das jetzt auch durcheinander, nicht so wie an welchem Tag ich was gekauft habe, sondern so wie ich es jetzt hier habe. Wir sind den ersten Tag wirklich nur rumgegangen und sind in alle Geschäfte und haben uns alles angeguckt, weil vieles findet ihr außerhalb, wenn ihr zum Beispiel nicht in den Disneyland Park geht, ist außerhalb der große World of Disney Store oder World of Disney
Store. Da kriegt ihr alles nochmal, was auch im Park ist. Es gibt zwar so ein paar Areas, also zum Beispiel das Fluch der Karibik-Ecke oder auch die Ecke hier Adventureland mit Lion King und so weiter. Da bekommt ihr natürlich auch so exquisite Dinge, wie zum Beispiel die Simba-Ohren oder so, die es eben nicht an jeder Ecke gibt. Also wenn ihr sagt, oh, ich will aber gerne das haben und das ist nur auf der. Es gab zum Beispiel auch in dem Ratatouille-Geschäft viele Dinge, die es nachher in dem großen Geschäft nicht gab und auch so ein paar Specials, die hat man halt nur in diesem Geschäft bekommen. Und wenn ihr sie da nicht gekauft habt, hättet ihr da zurückgehen müssen oder nicht, ja. Also, was ich aber gut fand, war, man konnte in den Läden einkaufen und sich die Sachen dann aufs Hotelzimmer schicken lassen. Bis 15 Uhr konnte man sich die Sachen aufs Hotelzimmer schicken lassen, so musste man sie im Park nicht mit sich rumschleppen und hat nicht die ganze Zeit Gewicht mit sich rum, ja, geschleppt, sag ich jetzt mal. Denn ich komme jetzt gleich nochmal zu den ganzen Porzellan-Keramik-Sachen, die ich gekauft habe. Die waren nämlich ordentlich Gewicht. Ich bin auch echt froh gewesen, dass wir nachher mit dem Auto gefahren sind. So hatte ich keine Gewichtprobleme mit Flugzeug und so weiter. Aber das, was sollte man natürlich auch bedenken. Eine Freundin von mir ist dieses Jahr geflogen und hatte gesagt, ja, ich habe nur Handgepäck dabei. Ich so, war eine doofe Idee, hätte sie lieber einen leeren Koffer mitnehmen sollen. Also dann lieber Gepäck aufgeben und lieber in Gepäck investieren beim Flug, weil. Ja, wie wollt ihr es sonst transportieren, wenn ihr dann eskaliert, ne? Aber ich fand den Service cool, dass man halt ja seine Sachen aufs Zimmer schicken konnte. Beziehungsweise bei uns im Hotel, wir waren im Magic Circus. Ich werde aber im Vlog noch mal ein bisschen dazu was erzählen, weil ich denke mal, ich habe nicht so viel geredet im Vlog, da werde ich euch ein bisschen mehr erzählen. Wir waren da in diesem Hotel, Magic Circus, das war echt ganz schön. Es war aber 2 Kilometer außerhalb. Da ist man mit dem Shuttlebus dann hingefahren. Aber der hatte auch so einen kleinen hauseigenen Store und da konnte man die Sachen dann reinschicken lassen und dann hast du sie abends abgeholt. Das war eigentlich total unproblematisch, also richtig cool. Ja. In der Star Wars-Ecke, wo ich die Uhren gekauft habe, ich habe die Uhren übrigens günstiger bekommen, weil das ist auch eine coole Sache dort, wenn ihr in den Läden seid. Jeder Laden hat so andere Angebote, so Specials. Das heißt, wenn du in dem Laden 20 Euro ausgibst, kriegst du ein bestimmtes Produkt günstiger. Das heißt, ich habe statt 20 Euro, ja, für die Disneyland-Ohren, 15 Euro bezahlt, wie auch die anderen Ohren kosten. Denn alle anderen liegen so bei 15 und dieser hier, weil er aus Plastik und Batterie betrieben und so ist, hat 20 gekostet. Ja, aber da gab es immer so Specials. Das heißt, immer so dieses Low Price und so. Und dann haben die auch gesagt, du hast jetzt 20 Euro oder mehr als 20 Euro, möchtest du gerne dieses Produkt noch günstiger haben. Und da hatte ich mit mir gehadert und dann habe ich zu meiner Freundin Mulle geguckt und sie hatte diese Ohren auf und sie sagte zu mir, nimm die Ohren. Und ich so, okay, dann war ich überredet. Und im Endeffekt freue ich mich auch drüber, auch wenn sie natürlich hier nur rumstehen. Aber es ist eine schöne Erinnerung auf jeden Fall. Ja, und in dem riesengroßen Star Wars-Geschäft habe ich mir Folgendes dann noch gekauft. Einmal diesen süßen kleinen R2D2. Ihr konntet den in allen möglichen Varianten euch selber zusammenstellen. Besteht aus mehreren Teilen, Arm, Bein, Kopf und so weiter, Füße und halt auch diese Mickey-Maus-Ohren und dann konnte man sich die Teile zusammensuchen und hat sich sozusagen. Ich fand das ein witziges Gimmick, so ein kleines. Ich habe einen mehr gekauft für eine Freundin, einfach so als Mitbringsel, weil ja, das fand ich total süß und ich bin ja ein mega Star Wars-Fan. Dann habe ich mir im Star Wars-Shop eine Star Wars-Müsli-Schale gekauft. Und die ist auch super, super schön. Also, die ist halt schwarz, hat diese verschiedenen Fahrzeuge drauf. Da steht nochmal Star Wars. Innen drin steht The Force Awaken, also vom neuen Film. Ansonsten ist sie komplett schwarz. Die ist richtig schön groß und hat unten nochmal das Disneyland-Siegel. Total schön. Also, exklusives Produkt von Disneyland Paris. Das gab es halt wirklich nur da. Das kriegt ihr, also, viele Sachen kriegt ihr, wie gesagt, nicht im Disney Store, weil die sind liebst nur exklusiv halt vor Ort. Und ja, die musste auf jeden Fall mit. Und ich habe mich für ein T-Shirt entschieden. Dafür muss ich mal kurz aufstehen. Und die Kamera ein Stück zurückstellen. Ich habe mich für das BB-8-T-Shirt entschieden. Es ist ein Kinder-T-Shirt. Es gab viele Dinge nur für Kinder, was sehr, sehr schade war. Oder die Motive waren einfach nicht schön genug. Viele Motive waren so weiblich gestaltet. Dann war Chewbacca mit Blumen oder Stormtrooper mit fancy diese Shutterbrillen. Und ich mochte diesen Style nicht.
Ich mag das eigentlich relativ klassisch, da bin ich eigentlich sehr eigen. Und dann habe ich mich für dieses BB-8-T-Shirt entschieden und ich habe es auch auf blauen Dunst gekauft mit der Größe, weil man da nicht anprobieren durfte und konnte. Ich mochte noch so ein T-Shirt mit Layer und Haaren. Das war so dieses, so bei ihr stand halt I love you drauf und bei ihm mit dem Gesicht stand ich weiß oder I know. Und da hatte die Frau dann sozusagen Han an und der Mann Leia. Das fand ich sehr, sehr süß. Aber da ich in der Zeit gerade in Trennung lebte, war das für mich uninteressant. Aber heute würde ich sagen, wäre das das nächste, was ich mir holen würde, wenn es das noch gibt. Ich sehe irgendwie ein bisschen dick aus in diesem T-Shirt, merke ich gerade. Aber ja, das sind die Corona-Funde. Ja, also BB-8 musste mit und da habe ich, wie gesagt, die Kindergröße gekauft. Ich weiß gar nicht, steht das hier drauf? Nee. Ich habe aber irgendwie das gegriffen und angehalten. Ich war zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen dünner. Ich hatte gerade so viel abgenommen. Aber ich finde es okay. Passt auf jeden Fall. Also da muss man einfach mal gucken. Wenn man eine dünne, schmälere Person ist, kann man auch die Kindergrößen gut tragen. Und da war sie weg. Was ist passiert? Ich hatte so einen schönen Disney-Haul für euch aufgenommen. Und dann passierte Folgendes. Beim Schneiden der Daten sind mir zwei Dateien oder auch von vorher kaputt gegangen. Ja, das ist ganz selten passiert. Das ist bis jetzt noch nie wirklich so vorgekommen. Alle anderen Daten habe ich. My Little Box, was weiß ich, Jubi Twin Box hat ja alles an dem Tag gefilmt. Und beim Transferieren der Daten sind diese zwei wichtigsten Dateien abhanden gekommen. Deswegen habe ich nur dieses Intro bis zum T-Shirt. Und ich habe mir aber gedacht, dass, ich hatte damals so einen Spaß und Elan und so. Und ich wollte jetzt nicht das komplett neu drehen. Ich habe gedacht, ich lasse den ersten Teil drin und filme jetzt einfach den zweiten Teil für euch weiter. Habe mein obligatorisches Disney-Shirt an. Den habe ich vom Primark, kann ich euch schon mal sagen. Was ich ganz cool finde, ist, es hat hinten halt die Disney-Schrift drauf. Liebe ich total. Finde ich super. Ja, habe natürlich wieder meine Öhrchen auf. Und hoffe, das Licht ist jetzt auch okay. Ich hatte schon ein paar Aufnahmen gemacht, aber mit dem Winter ist natürlich das Licht auch immer sehr, sehr doof. Und solange es so verhangen ist und so, muss man das echt gut abpassen, weil sonst ist es stockfinster. Und selbst mit Licht ist es momentan echt schwierig. Und da kann ich euch auch sagen, wird wahrscheinlich auch der Hintergrund sich wechseln, wenn ich jetzt im Winter mehr Videos aufnehme. Denn wenn ich die Softbox aufstelle, habe ich hier einen riesen Reflexions drin und klar, das ist ja logisch. Mit den Bilderrahmen im Hintergrund ist einfach jetzt nicht die optimalste Hintergrund. Ja, so, ich mache weiter, bevor das Video natürlich viel zu lang für euch wird oder ihr keine Lust habt. Also macht euch jetzt noch mal ein Käffchen, macht Pause und startet dann einfach mit mir noch mal weiter. Ja, ich habe ja erzählt gehabt, ich war in diesem Star Wars Store würde ich ihn jetzt nennen. Also in jedem Part vom Disneyland sind halt Stores natürlich. Und in jedem Store sind auch ein paar andere Sachen. Da war natürlich der Star Wars Store und da gab es auch nur diese Star Wars Ohren. Ich kann auch jetzt euch nicht mehr sagen hinterher, warum ich mich so gegen diese Ohren gewehrt habe. Denn wenn man im Disneyland ist, gehören sie einfach dazu. Manchmal mir ist zu lang, ich muss sie wieder schneiden. Die gehören einfach dazu. Und ich ärgere mich jetzt dann irgendwie doch, dass ich die Alice im Wunderland Ohren doch nicht gekauft habe, weil mit denen habe ich am meisten geliebäugelt. Aber sollte ich jetzt nächsten Jahr doch nochmal hinkommen, dann werden sie mitkommen. Ich habe tatsächlich bei Shop Disney bestellt diese Woche, weil sie 30% Magical Black Week hatten und ich habe was für meine Nichte bestellt und habe mir tatsächlich ein paar Ohren bestellt, meine allerersten richtigen. Die sind ja so aus Plastik, ist auch richtige, aber ihr versteht, was ich meine. Und definitiv werden es nicht meine letzten bleiben. Ich bin irgendwie so ein bisschen jetzt, also das ist auch so, wenn man einmal im Disneyland war, ich weiß nicht, wer jetzt schon mal da war und dieses Gefühl verstehen kann, das ist so eine unglaubliche Sehnsucht, dahin zurückzukehren. Es ist also keine Ahnung, wie Disney das macht, aber es ist wirklich so, ich wollte als Kind ja immer schon ins Disneyland. Ich erinnere mich daran, dass ein Freund meines Bruders, der hatte uns mal aus Münzen die Mickey-Maus-Ohren gebastelt und dann so ein paar aus dieser Reisezeitschrift diese Disneyland-Bilder aufgeklebt hat zu so einer Collage und das hing bei uns ganz, ganz lange im Flur.
Und wir haben immer die Münzen dann für was anderes gebraucht. Sollte sozusagen der Start zum Sparen sein fürs Disneyland. Und wir sind nie mit der Familie ins Disneyland gefahren. Und ich muss sagen, heute bin ich darüber richtig traurig, dass wir das nie geschafft haben, dass wir nie den Ehrgeiz hatten, wirklich dafür richtig zu sparen. Naja, aber jetzt kann das sich ja alles ändern, ne? So, wir machen mal weiter. Ich habe euch das T-Shirt gezeigt gehabt, das BBL-T-Shirt. Das finde ich auch immer noch super schön. Das mag ich immer noch sehr gerne. Ich glaube, ich habe euch gar keine Preise genannt. Also, wenn ihr Interesse habt bei meinen Hauls, dass ich euch auch sage, was wenn ihr Interesse habt, was wie kostet, dann schreibt mir das gerne hinten unten rein. Schreibt mir, was ihr vielleicht wissen wollt. Dann würde ich das bei allen anderen Hauls vielleicht mal miterzählen. Vielleicht ist es ganz interessant zu wissen, was es kostet, weil dann kann man sich so ein bisschen darauf einstellen, wenn man selber mal hinfährt, was man vielleicht so an Budget mitnehmen sollte. Oder ich finde es auch ganz interessant, immer was andere Leute auch für Größen tragen, damit man irgendwie auch ja, eine Übersicht hat. Aha, okay, so sieht die Größe S oder M oder was auch immer aus. Ne? Ja, schreibt mir gerne eure Anregungen rein, wenn ihr irgendwas besser haben wollt. Und wenn ihr möchtet, dass es noch eine Shop Disney Haul geben wird, plus vielleicht mein Primark-Einkauf. Da habe ich nämlich ganz viel Baby Yoda geshoppt. Wenn ihr Bock habt, weiterhin auch solche Hauls, weil ich finde es cool. Ich mag das und im Moment gibt es nicht so viel zu basteln, weil die Messen leider nicht stattfinden. Kann ich auch nicht. Also hauptsächlich habe ich immer auf den Bastelmessen gekauft und mal bei Stampin' Up! Bestellt, aber auch das ist im Moment wenig. Und ich habe auch so viel. Das Einzige, was ich shoppe, sind Perlen, weil ich ja bei mir im Laden arbeite. Also wenn ihr dann die Perlen-Hauls sehen wollt, kommentiert das gerne mal unten. Wie gesagt, immer wenn ihr eher ein Like gebt oder ihr gebt einen Kommentar oder ihr aktiviert die Glocke oder auch nur ein kleines Abo da lasst, es ist kostenfrei für euch. Dann werdet ihr benachrichtigt, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Dann seht ihr auch, dass wieder neue Videos kommen und ihr unterstützt mich dabei, dass der Kanal wieder ein bisschen hochkommt und nicht so unten in den Tiefen des YouTube-Daseins verrottet. Also darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ihr würdet mir einen Gefallen tun und es kostet euch nichts bis auf einen Klick. Okay, genug Werbung für mich gemacht. Ich mache jetzt endlich mal weiter und ich bleibe bei Star Wars. Und zwar das letzte Star Wars Piece, was ich mir gekauft habe, ist diesen coolen Untersetzer. Den haben wir tatsächlich auch im Star Wars Store entdeckt, aber da hatte dann die liebe Mulle, glaube ich, den letzten oder jedenfalls waren keine mehr da. Und ich war ein bisschen traurig darüber, aber es gab außerhalb des Parks noch so eine große Shoppingmeile mit dem großen World of Disney Store und dann gab es noch einen anderen Disney Store dort. Ja, da werde ich euch definitiv im Vlog dann das auch nochmal so zeigen, was da so ausgestellt war. Und da habe ich tatsächlich dann noch eine ergattern können. Das war wirklich die letzte. Die hat 3,99 gekostet. Fand ich vom Preis her jetzt auch okay, weil ist auch ein schönes Mitbringsel. Es ist jetzt nicht sperrig, es ist nicht schwer. Und 3,99 finde ich so zum Beispiel als ja, Giveaway für einen Freund oder so oder für eine Freundin mitbringen auch schön. Und hätten sie tatsächlich noch welche gehabt, hätte ich noch ein weiteres für meine Brüder mitgenommen gehabt. Es ist jedenfalls das alte Plakatmotiv. Und ja, hier hat er schon ein bisschen gelitten. Er lag lange Zeit bei mir in der Küche. Und meine Mama hat leider einmal beim Herdputzen den Herd angestellt. Und ich hatte so Glasplatten, die den Herd schützen. Und eine davon ist gesprungen und das Glas ist hier raufgefallen und hat das kaputt geschmolzen. Ja. Aber es ist normal, hatte ich einen Gebrauchsgegenstand, der lag in der Küche, hat auch schon Kratzer. Jetzt ich da im Bastelzimmer, ich habe meine Nähmaschine drauf und ich liebe es. Dann mache ich am besten mal weiter mit den ganzen Porzellansachen, damit wir bei der Küchenabteilung bleiben. Das ist natürlich jetzt kein Küchenpiece, aber etwas, was ich, als wir durchgegangen sind, ich habe euch ja erzählt, wir sind erstmal durch die ganzen Läden gegangen, durch die Main Street und haben erstmal geguckt, was gibt es eigentlich so und was mögen wir so, was kommt auf unsere imaginäre Wunschliste, was wir kaufen wollen würden, weil dann konnte man auch schon so mal ein bisschen Preise ab checken und sich so ein bisschen, aha, okay, das so und das so. Ja, und da hatte ich auf meiner Wunschliste, auf meiner imaginären Wunschliste, dieses schöne Teelicht. Das stand ganz oben, das habe ich gleich als allererstes mitgenommen. Und zwar ist das ein Teelicht mit dem Disney-Schloss drauf.
Und ich fand das super, super schön. Es ist total schlicht. Es hat nur auf zwei Seiten das ausgefräst. Und ich fand das einfach eine super schöne Erinnerung an diesen Trip, an dieses Abenteuer, Disneyland. Es gab es noch mit Mickey Mouse. Fand ich auch sehr hübsch. Hätte ich wahrscheinlich jetzt im Nachhinein auch nochmal mitgenommen. Aber ich habe halt gedacht, das ist so ein absolutes Erinnerungsstück für mich, dass ich da war. Ja, da untersteht gar nichts. Okay, ja. Es ist ein bisschen scharf, kann man aufpassen, aber es ist bei diesen Ausfräsungen ja so, wenn man aus Keramik ausfräst. Aber ich finde es super schön. Ich glaube, es hat zwischen 8 und 10 Euro gekostet. Aber es ist immer noch jetzt in Gebrauch. Wenn ich hier im Bastelzimmer sitze, ist es an. Und es erinnert mich einfach an diese schöne Zeit. Dann habe ich als nächstes, und da guckt schon das obere Teil raus, der kleine Mann hier. Ich lasse ihn mal kurz drin. Dazu komme ich gleich. Ich habe mich für eine Tasse entschieden. Ich habe tatsächlich nur zwei Tassen gekauft. Wow. Ich habe nur zwei Tassen gekauft. Aber ich hatte ja auch damals ein Tassenkaufverbot. Das hat sich jetzt nicht so wirklich geändert. In meinem Kopf ist immer noch so eine Art, brauchst du es nicht. Aber es gab natürlich Unmengen an Tassen und ich wollte natürlich auch was Besonderes haben. Es gab natürlich sämtliche Motivtassen, also die wirklich so, wisst ihr, wie einfach bei Marvel zum Beispiel der Halbkopf oder ich weiß nicht was, Monster AG oder so, Sully oder so als Kopf. Und die fand ich dann auch erstens zu kitschig und zweitens, ja, da war die Auswahl dann auch nicht so, ja, dass ich sagte, das hat mir so gefallen. Ich fand aber den hier sehr schön. Ich habe mit dem zuerst geliebäugelt und den dann doch wieder stehen lassen. Dann hat meine Freundin Marina ihn gekauft, die mit war. Und die wollte ihn unbedingt haben. Wir sind zu dem Shop sogar nochmal zurückgelaufen, um ihn zu holen. Haben nachher dann entdeckt, dass er auch draußen nochmal in der Main Street zu finden war. Aber egal, wir sind dann nochmal zurück zu diesem Laden, wo ich auch die Babysachen für meine Schwester gekauft habe. Und dann habe ich aus derselben Kollektion, aus der Bambi-Kollektion, dann auch gedacht, komm, nimmst ihn jetzt mit, du findest ihn ganz süß. Erst hatte ich gedacht, ihn meiner Schwester auch zu geben, aber dann habe ich gedacht, nee, behält ihn selber. Er hat hier so Silberapplikationen, weswegen ich ihn natürlich nicht in die Spülmaschine tun kann. Dann ist da Bambi drauf, das Stinktier und Klopfer. Und das ist sozusagen, ja, diese. Ich würde mal sagen, es ist ein bisschen wie die Animators-Stil. Ein bisschen comicartig. Nicht wirklich das Original Bambi-Style, sondern halt hat einen besonderen Stil. Ein bisschen kindlich gemacht. Wie gesagt, der Animator-Style, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Die Disney-Animators sind ja die Disney-Prinzessinnen als kleine Mädchen. Und die sind natürlich speziell gestaltet. Also sind halt einfach anders gemalt als die eigentlichen Disney-Figuren. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Der Clou an dieser Tasse ist, und das kommt jetzt, deswegen habe ich sie mitgenommen, deswegen ist sie so besonders. Die ist natürlich nicht so tief, weil sie hat hier unten eine Vorrichtung. Da steht auch nochmal Exclusive für Disneyland Paris. Also wenn es dieses Exclusive-Logo hat, dann ist es nur fürs Disneyland Paris gemacht worden. Und ja, dazu gehört noch dieser kleine Untersetzer. Und den finde ich auch so super, super schön gestaltet. Der hat halt ja auch hier diese ja, Herbstmotive drauf und das Silber. Da sieht man das. Und innen drin steht Disneyland Paris in Silber. Hat dieses süße kleine Eichhörnchen. Und was ich richtig toll finde, ist, muss ich den kleinen Kerl mal rausnehmen. Also ihr könnt es erstmal als Untersetzer benutzen, was ich richtig cool finde. Dann könnt ihr den oben drauf setzen, um zum Beispiel den Tee warm zu halten oder auch ziehen zu lassen. Dann kann man da natürlich noch Kekse draufsetzen oder kleines Gebäck oder so weiter. Oder sich das auch daneben stellen. Und ich finde diese Idee einfach so süß. Es ist einfach so hübsch gemacht. Ich habe es bei keiner anderen Tasse gesehen, also mit keinem anderen Design. Deswegen habe ich gedacht, komm, diese Tasse ist so besonders, die nimmst du dir jetzt mit. Jetzt werde ich auch ganz vorsichtig wieder abstellen. Und der kleine Kerl, der da drin war, zeige ich euch jetzt auch nochmal. Das sind diese beiden. Ich habe natürlich kleine Tsumtsums mitgenommen. Sie hatten dieses Jahr oder in dem Jahr keine wirklichen Tsumtsums-Auswahl mehr. Ich glaube, die Tsumtsums ist so ein bisschen etwas, was ausläuft, was nicht mehr so produziert wird. Die waren ja mal so gehypt und ich glaube, jetzt hat das sich so ein bisschen reduziert. Ich habe tatsächlich nochmal nachgeguckt. Ich habe einen einzigen London Haul gemacht. Das war der allererste London-Besuch. Und im Nachhinein denke ich mir so, wow, war ich brav im Disney Store. Ich habe, glaube ich, vier Teile gekauft im Disney Store. Das war natürlich, als ich mit Mulle 2018 da war, ganz anders. Oder 2017? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Diesen Haul, der existiert natürlich nicht. Wenn ihr möchtet,
dass ich aus dem London, da habe ich natürlich auch noch Videomaterial. Ich habe nie einen wirklichen Vlog gemacht. Wenn ihr daran auch Interesse habt, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare sagen, ob ich dazu auch noch mal ein Haul machen soll. Dann würde ich gucken, was habe ich da in dem Disney Store gekauft und würde das tatsächlich für euch noch mal abfilmen. Ja. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich wirklich nur die beiden gekauft habe, weil ich habe bei mir natürlich auch noch Luke und Leia sitzen. Ich glaube, die habe ich aber wirklich in London gekauft. Und ich habe Daisy, aber auch den, glaube ich, habe ich in London gekauft. Die beiden bin ich mir hundertprozentig sicher, habe ich im, war das in, nee, das war nicht Adventureland, das war Discoveryland. Die habe ich im Discoveryland mitgenommen. Und wer es erkennt, ist, das sind die beiden aus Wreck-It Ralph 2, also Ralf reicht 2, Chaos im Netz, heißt der Film, glaube ich. Ich habe ihn bis heute noch nicht gesehen, shame on me. Ja, die Kleine, ich habe ihren Namen jetzt vergessen, Susie, nee, aber ihr wisst schon, wen ich meine, die mit ihrem Candywagen, die fand ich so super süß, sie hat hier so ein Cappy, man kann ihr den Hoodie sozusagen aufsetzen, total niedlich. Und der Clou an den Tsumtsums ist ja auch, dass diese Velourfläche, man so Bildschirme mit sauber machen kann oder so. Jedenfalls fand ich die sehr süß und habe gedacht, die kommt nochmal mit in meine Sammlung. Und den kleinen Hasen aus dem Film, der ja mit Pancakes vollgestopft wird, da ist der Pancake drauf auf dem Bauch, fand ich super süß. Ich hätte gerne die Katze auch gehabt, die Katze gab es aber nicht. Sonst hätte ich natürlich die Katze mitgenommen. Aber den Hasen fand ich auch super süß. Und ich glaube, ich habe noch den Remis. Sie hatten noch von Ratatouille Remy als kleinen Tsum-Tsum. Da war ich mir erst nicht sicher, ob er das ist, weil er so blau war. Aber im Nachhinein ist das Grau, was er die Ratte hat, ist ja in so einem Blau dargestellt. Und deswegen habe ich ihn mitgenommen für meine Schwester. Ich glaube, ich habe den hier auf den Fotos mit eingeblendet. Ja, tatsächlich ist auch das einzige Plüschtier, was ich da gekauft habe, der Dumbo mit Mama Dumbo und also mit Dumbo und mit Mama Elefant in so einem ganz, ganz weichen Samtplüsch. Den ich für meine Schwester mitgenommen habe, den sie sich gewünscht hat für ihre Tochter. Ja. Und jetzt kommen wir zu meinen Herzstückchen nochmal. Ich glaube, ich fange mit dem Einzelstück an. Da gab es natürlich auch eine komplette Geschirrserie zu, aber ich habe es nur die Zuckerdose mitgenommen. Ich war auf der Suche nach der perfekten Zuckerdose und das glaube ich schon seit Jahren. Ich habe nie die richtige Zuckerdose gefunden, die mir hundertprozentig gefallen hat für meinen Kaffeetisch. Ja, ich bin da ein bisschen eigen. Mit so Backsachen und so, ihr wisst, ich bin ein bisschen eigen. Und habe aus der Mini-Parisienne Reihe, das ist eine Mini-Maus-Fashion-Reihe, Collection, die sich wohl jedes Jahr auch erneuert mit neuen Sachen. Also Mini-Maus in Paris, sozusagen die moderne Fashionista. Mini in Paris, also ein bisschen wie Emily in Paris, ne? Mini Maus. Und das ist sehr girly gestaltet und sehr feminin und wirklich sehr, sehr niedlich. Und ich habe diese Zuckerdose und ich habe tatsächlich aus der Serie noch eine Einkaufstüte, das wusste ich aber nicht, aber das erzähle ich euch gleich noch. Und die ist so niedlich gestaltet, die hat mir am besten gefallen aus den ganzen Kollektionen. Und ja, hier sieht man sie sozusagen mit Blümchen in so einem hübschen, gemalten, dann mit diesem altrosenen Zuckerbobbel, also mit dem Bobbel oben drauf. Da ist es nochmal in Gold gehalten. Da steht Mini Parisienne. Nochmal mit so Flowers. Sehr, sehr hübsch. Da ist, wie gesagt, mein Zucker drin. Das Einzige, was ich nicht gut finde, ist, dass sie hat keine Vorrichtung für den Löffel. Deswegen liegt der Deckel leider immer so ein bisschen wackelig drauf. Aber wir wissen das beide und er ist mir auch schon mal runtergefallen. Deswegen, ja, auf Holzboden, toi, 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 ist zum Glück nicht so viel passiert. Ja, und da drin tatsächlich finde ich witzig, ich habe meinen Lanzarote-Löffel da drin. Den habe ich mal 2006 auf Lanzarote gekauft als kleines Erinnerungsstück. Und jetzt findet er halt endlich mal seinen Platz in der Zuckerdose, weil ich den immer so nur in der Schublade aufbewahrt habe, weil man ihn für den Kaffee einfach nicht benutzt, weil er so klein ist. Ja, aber für die Zuckerdose ist er perfekt. Ich hoffe, ich rede jetzt nicht zu schnell für euch. Es geht immer so schnell, dass die Minuten voll sind, aber ich glaube, dieser Haul wird schon seine Zeit kosten. Aber ihr mögt sowas, also macht euch ein Käffchen. Dann habe ich mich in eine Geschirrkollektion verliebt und wenn ich jedes Stück mitgenommen hätte, hätte ich, glaube ich, 400 € bezahlt. Locker. Die kleine Zuckerdose hat übrigens 15 € gekostet, das kann ich euch schon mal erzählen. Und die Tasse war auch roundabout 15 oder 17 €. Ja, ich habe mich aus der Alice im Wunderland-Kollektion. Das ist eine Schwarz-Weiß-Kollektion. Die fand ich super, super schön mit diesem alten Zeichenstil. Ne? Alice im Wunderland ist einer meiner Top-Disney-Filme.
Und ich fand das sehr schön mit den Karten. Und das ist so eine Art Frühstückstellergröße. Und was es wirklich ist, es ist eine Tortenplatte. Es ist eine Tortenplatte für einen kleinen Kuchen oder auch für Kekse. Tatsächlich hatte ich auch auf der Kaffeetafel da schon mal Kekse und Macarons drauf. Und ich finde ihn sehr, sehr hübsch. Das ist etwas, was ich auch noch überhaupt nicht im Besitz habe. Gar nicht, überhaupt nicht. Eine richtige Tortenplatte. Eigentlich so als Backqueen würdet ihr jetzt sagen, warum hat sie keine Tortenplatte? Ja, ich habe noch nie die richtige gefunden. Das ist ähnlich wie mit der Zuckerdose. Der ist natürlich jetzt klein, aber definitiv kommt in meine Sammlung auf jeden Fall nochmal eine für eine richtige Torte Größe einer. Und das war meine Arbeitserinnerung. Das ist eigentlich ähnlich wie mit meiner Zuckerdose. Ich habe noch nicht die perfekte Tortenplatte gefunden, aber definitiv muss ich mir mal eine etwas größere Tortenplatte zulegen, weil hier drauf passt halt einfach kein Kuchen und so. Und ich habe festgestellt, den auf dem Pizzateller zu servieren, sieht auch immer nicht schön aus. Also ist definitiv drin nächstes Jahr nochmal eine Tortenplatte. Da muss ich einfach mal gucken, da gibt es bei Depot ja auch mal schöne. Ich glaube, da hat mir einfach noch keine so richtig zugesagt, die vielleicht ein bisschen pastellig, ein bisschen mädchenhaft und ein bisschen irgendwie zu Becky passt. Ja, den liebe ich. Ich glaube, der war um die 25 Euro. Ich weiß, der war etwas teurer. Aus derselben Kollektion habe ich mir diese wunderschöne Tasse gegönnt. Das ist sozusagen die zweite Tasse, die ich gekauft habe. Und die hat auch so ein richtig, richtig tolles Design. Mir war einfach wichtig, dass ich auch zwei, oder dass ich halt, wenn ich eine Tasse kaufe, auch eine besondere Tasse kaufe, die ich einfach so noch nicht habe. Und ja, hier seht ihr, da ist das Kaninchen drauf. Und dann steht auch Alice in Wonderland, dann ist nochmal die Alice und die Karten und die Herzkönigin. Und dann hat sie die Kartenmotive. Ja, und ich fand den Henkel sehr, sehr schön und die Form der Tasse. Also es war halt wirklich, es ist halt richtig so eine kleine süße Teetasse aus dem, ja, aus dem 14. Jahrhundert so ein bisschen. Oben hat sie den Goldrand, das heißt alles, was mit Silber und Gold ist, kann sowieso nicht in die Spülmaschine. Aber ja, ich trinke daraus gar nicht so oft meine. Tatsächlich habe ich aus meiner Star Wars Schüssel schon viel mehr Müsli gegessen als aus diesen Tassen getrunken, weil sie mir einfach immer zu schade waren, sie zu benutzen. Ja, ich habe da so meine Lieblingstassen und ja, naja, aber sie sind ja trotzdem super, super schön und stehen bei mir hier im Regal und sind einfach dekorativ. Und was ihr da drin seht, ist ganz witzig, habe ich beim Raussuchen gerade gesehen gehabt, ist der Korken unserer Champagnerflasche, als mir mein Mann den Antrag gemacht hat. Ja, da steht nochmal das Datum drin. 12.09.2019. Ja. Habe ich auch bewahrt. Habe ich aus Oslo mitgenommen und aufbewahrt. Und ist in dieser besonderen Tasse sozusagen mit drin. Ja, und aus derselben Kollektion habe ich mir Geschirrtücher gekauft. Ja, wenn man älter wird, kauft man Küchenzeug. Ja, aber ich habe mich wirklich in diese Geschirrtücher verliebt. Die fühlten sich halt auch super an von der Beschaffenheit. Ich hatte mal so ganz hässliche, schlechte IKEA-Küchentücher, die immer sich so nach Polyester anfühlten und die nie Wasser aufgenommen hatten. Die fand ich furchtbar. Diese sind 100% Baumwolle. Und einmal in dem Rosa mit unten der blauen Borte und Grau. Und dann gibt es dasselbe einfach nochmal andersherum. Das war so ein Doppelpack. Ich glaube, die haben 15 Euro gekostet oder sogar 20. Unten mit Rosa und Blau und dann in Grau. Und ihr seht, diesen Becher gab es noch zu kaufen, der so wie drei Tassen aufeinander gestapelt aussah. Dann gab es diese Teekanne noch in derselben Kollektion. Und ja, hier unten ist nur nochmal die Torte, die man aus dem Film kennt. Ja, Alice ist da drauf zu sehen in der Silhouette. Also ich finde das super, super schön. Mir gefallen die richtig gut. Und ich habe sie tatsächlich auch schon in der Benutzung gehabt. Die sind auch schon gewaschen. Ich glaube, das rosane Tuch hat auch leider schon Heidelbeerflecken abgekriegt. Ja, da sind so ein paar blaue Flecken. Das sieht man, glaube ich, gar nicht hier in der Kamera. Aber ich kann das halt sehen. Hier sind, da sieht man so ganz wenig. Hier sind so ein paar blaue Flecken drauf, die, glaube ich, mal von Heidelbeeren passiert sind. Ja, ich habe tatsächlich immer eins in der Küche so ein bisschen neben den Töpfen hängen als kleine Dekoration, aber selbst da geht sie ein bisschen unter. Ich überlege einfach, was ich mit denen wirklich mache, denn sie sind jetzt fürs dauerhafte Benutzen eigentlich zu schade. Eigentlich waren sie nur so eine Dekoration, aber bei meinem Mann muss ich halt immer aufpassen, dass er sie nicht als Dekoration nutzt, sondern wirklich nutzt. Ich weiß ja, wenn ich da bin, ist es ja für mich Dekoration. Deswegen denke ich mal, ich werde sie in Zukunft woanders hinhängen oder auch für mich andersweitig nutzen, weil ich möchte natürlich nicht, dass sie Löcher bekommen und kaputt gehen. Aber sie sind super schön und toll gearbeitet. Und ja, es gab noch welche von Ratatouille, aber die fand ich zum Beispiel von der Qualität nicht so schön.
Dann gucke ich noch mal meine kleine Box, was ich hier noch drin habe. Ich glaube, das Einzige, was ich euch hier drin noch mal, da sind meine Pinsel und so drin habe, noch zeigen kann, weil die anderen Sachen habe ich euch gezeigt. Genau. Einmal der verschollene Spider-Man-Pin. Den konnte ich euch noch nicht zeigen. Der ist jetzt wieder aufgetaucht. So sieht er aus. Was ich auch süß finde, ist, die haben hinten halt so diesen Mickey Mouse Bobble. Der steht dann auch noch mal exklusiv für Pin Trading, Disneyland Paris, ja. Ist im Moment hier in meiner Box. Hier sind ganz viele Pins drin, auch von Freunden und von Cons und so. Und was ich mir gekauft habe, was ich auch ganz süß finde, es gab da so Automaten, so ähnlich wie in Japan, diese Automaten, wo ihr so Goodies rausbekommt. Da konntet ihr sozusagen 2 € reinwerfen und habt eine besondere Münze rausbekommen. Das kenne ich noch aus dem Hansaland und aus dem Heidepark. Aber damals wurden wirklich die Münzen geprägt dann mit dem Button und dem Ja. Und nachher gab es die auch noch so aus dem Automaten. Die fand ich, das gibt es auch immer noch hier in Hamburg, glaube ich, so touristenmäßig. Die fand ich nicht so schön. Aber die fand ich echt ganz toll, weil das wie so eine richtige Goldmünze ist. Und ich wollte noch irgendwie eine Erinnerung haben. Und das war gerade aktuell dort Mickey Mouse Party, Mickeys Geburtstag. Mickeys 90s Geburtstag. Also sein 90. Geburtstag, Mouse Party, World Biggest Mouse Party, Disneyland Paris steht drauf. Und hinten steht halt das Jahr drauf und da ist dann noch mal, ich glaube, es ist Versailles. Ja, ich glaube, es ist Versailles drauf und das fand ich wirklich ganz schön, die Erinnerung. Und sowas finde ich zum Beispiel auch als Mitbringsel eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man jetzt sagt, man kann nicht jedem irgendwie für 8 € einen Schlüsselanhänger kaufen oder für 7 € einen Pin, dann ist für 2 € aus dem Automaten diese Münzen eigentlich ganz süß und ja, da habe ich meine letzten 2 € reingesteckt und habe mich für dieses Motiv entschieden. Und ich glaube, wenn ich das nächste Mal hingehe, werde ich mir definitiv noch eine holen. Ich meine, die bleiben einfach so in der Kiste liegen, aber es ist trotzdem irgendwie wie mit dem Keramikding hier so ein bisschen die Erinnerung an diesen Trip. Und da steht ja auch die Jahreszahl drauf und dann weiß man, wann man da war. Das finde ich eigentlich eine schöne Erinnerung. Dann habe ich mir 2 Figuren mitgenommen. Sie hatten so viele schöne Figuren, ne? Ich konnte mich kaum entscheiden. Aber einer auf meiner Wunschliste war Dagobert Duck. Ich bin ja ein absoluter The Duck-Fan. Das habe ich, glaube ich, schon mal in einem Haul gesagt. Und bei mir steht die Ducks immer vor Mickey Mouse. Und ja, den fand ich super schön. Ich bin auch so ein DuckTales-Fan, aber sie hatten von der neuen DuckTales-Serie leider nur 2 Plüschtiere. Ich glaube, Truck und Niki. Und die waren auch im Sale. Aber ich habe irgendwie, nee, ich wollte nicht schon wieder ein Plüschtier. Und nee. Aber den habe ich mitgenommen. Der hat 15 € gekostet. Den fand ich super, super schön. Ja, der hat auch unten das Siegel drauf. Und den fand ich halt so niedlich. Das ist übrigens das Paris-Siegel, was ich echt süß finde, ganz hübsch finde. Da ist da der Studio Wasser Tower und halt das Schloss drauf. Und wie gesagt, den fand ich super schön. Ich hatte noch überlegt, einen zweiten für meinen Papa mitzunehmen. Aber ich hatte ja auch, naja, ich hatte auch Angst, dass sie alle kaputt gehen oder so. Ne? Vorne steht auch nochmal Disneyland Paris drauf, sodass man sieht, dass das da gekauft wurde. Und die zweite Figur, die ich sehr, sehr liebe, für die ich mich dann nachträglich, also ich wollte auf jeden Fall noch eine zweite mitnehmen, habe mich für diese hier entschieden. Die war etwas teurer. Ich glaube, die hat 20 gekostet. Und zwar von Ratatouille. Aber die ist so schön gearbeitet mit Remy und seinem Bruder. Und die Gesichter sind super schön gearbeitet. Der Tisch, da steht dann Ratatouille. Und was ich super süß finde, ist, der hat ein eigenes Logo. Ich konnte nur das hier noch nicht so ganz so entfernen. Er hat ein eigenes Logo mit seinem Maus, ist ja Kochmütze und mit den Mausschnurrhaaren. Ähnlich auf seinem Restaurant, wer den Film kennt. Und auch das Restaurant dort. Und die ganzen Gullideckel waren so gestaltet mit dem Mauszeichen. Das fand ich total süß. Also sehr niedlich. Und dann diese hübschen kleinen Schirmchen da dran. Und der Clou an diesen Schirmchen ist, dass man dahinter sogar Fotos anklemmen kann. Das fand ich sehr süß, die Idee. Und dachte mir, die muss auf jeden Fall mit. Ansonsten war ich sehr brav mit Figuren. Ich habe erst hinterher ein paar Figuren gekauft, aber die kann ich euch gerne ein anderes Mal zeigen. Das war's. Das war mein Disney-Haul. Das einzige. Ach ja, ich zeige euch noch die Einkaufstüten natürlich. Die kommen jetzt noch. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal schnell meine Einkaufstüten. Ich bin ein absoluter Fan dieser Einkaufstüten, die es im Disneyland gibt, die es auch im Disney Store gibt. Da habe ich euch damals im London Hall meine allererste gezeigt. Die zeige ich euch jetzt nochmal, weil die habe ich beim Raussuchen natürlich nochmal wieder gehabt. Die habe ich total geliebt, die habe ich auch viel benutzt. Das ist ja von Zoomania, beziehungsweise hier in London hieß es so Tourpolis. Die hat schon sämtliche Knicke und oben ist sie schon eingerissen, aber die habe ich so geliebt und da habe ich
Bastelzeugs reingestopft bis zum Get-No. Also die ist so hochkant, ne? So A3 Größe und hochkant. Und das war meine erste, die ich in London gekauft habe. Dann hatte ich meine zweite in London. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Das ist diese hier, die habe ich mit Mulle gekauft. Mit Minnie und Mickey war gerade damals. Ich glaube auch wegen so Geburtstag oder so. Mickey und Minnie, irgendwie sowas. Die hatten gerade irgendwie so eine Aktion mit Mickey und Minnie. Und die fand ich ganz süß. Und die habe ich mitgenommen. Und dann hatte ich noch mitgenommen eine... Oh, ich überlege gerade, habe ich die Avengers-Tüte? Nee, die Avengers-Tüte habe ich im Disneyland mitgenommen. Auf jeden Fall habe ich eine kleine noch mitgenommen. Und zwar in dieser Größe wie diese hier. Die finde ich nämlich super praktisch. Die sind so toll. Die sind quer, so A4 quer. Und da passt so viel rein. Da kann man eine Wasserflasche reintun. Ein bisschen Gedöns und so weiter. Die habe ich schon ganz oft zur Arbeit mitgenommen. Einfach so als... Die ist total süß. Und die habe ich tatsächlich im Disney Shop bestellt. Damals mitbestellt, als ich was gekauft habe. Weil da schlage ich immer zu. Ich gucke immer, ob die im Disney Shop wieder die Einkaufstüten haben. Und dann schlage ich da eigentlich zu und kaufe mir dann wieder mal die neueste Tüte. Da zeige ich euch auch gleich ein paar von. Weil natürlich habe ich nicht alle in Disneyland gekauft. Aber ich dachte, das passt jetzt hier ganz gut rein. Und diese Größe habe ich damals mit Mulle mitgenommen. Das war so eine Weihnachtsedition. Die hatten leider nichts anderes. Wie gesagt, bin ja nicht so ein Weihnachtenmensch. Aber da war Mickey, Minnie und so ein Pluto und Goofy drauf. Und war so ein Karo-Muster in Rot-Grün. Aber ich fand sie, wie gesagt, wegen der Größe gut. Und habe sie in London auch wirklich sehr geliebt. Die ist, die habe ich schon so oft benutzt, die ist schon so abgeknubbelt. Aber die ist jetzt immer so der Ersatz, weil ich habe halt nur diese zwei Größen und ja, die mag ich tatsächlich noch ein bisschen lieber. Im Disneyland habe ich für Freunde und meiner Verwandtschaft habe ich The Incredibles 2 Tüten gekauft. Die habe ich selber leider nicht behalten. Die waren auf 1 Euro reduziert. Normalerweise kosten die Tüten 2,50 Euro. Finde ich voll okay. Und die kleinen kosten, glaube ich, 2 oder 1,50. Ich glaube 2. Und die ganz großen, es gibt noch größere, die kosten 3 oder 3,50. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich habe eine ganz große mitgenommen von The Avengers Infinity War. Die hat sogar noch so Henkel, dass man es als Rucksack tragen kann. Davon blende ich euch ein Foto ein. Die habe ich nämlich oben auf dem Dachboden gerade in der Benutzung. Und ich habe mir im Disney Store, damals ist meine Schwester sich so ein riesen Dumbo-Kissen gekauft hat oder Klopferkissen, ich bin mir nicht mehr sicher. Habe ich die mitbestellt, gab es eine Star Wars Tüte, die ist von einer Seite holographisch. Zum ersten Star Wars, glaube ich. Ich glaube, es war zu Force Awakens. Und die habe ich natürlich mitbestellt und die ist auch oben. Aber wenn ich davon nochmal ein Foto machen kann, blende ich euch das irgendwie ein. Im Disneyland habe ich mich für die hier entschieden, für die Vaiana Tüte. Und Vaiana ist ja mit einer meiner Top Disneys. Ich liebe Vaiana. Unglaublich. Die Musik von Vaiana. Vaiana ist einfach so ein so toller Disney-Film. Und ich fand die Tüte super schön. Erstens war sie super schön gestaltet, schön gezeichnet. Und was ich am liebsten mag an dieser Tüte ist, dass sie diese Baumwollhenkel hat. Das hat keine andere Tüte bis jetzt gehabt. Und das finde ich so stabil und so angenehm zu tragen. Also das ist mit auch meine absolute Lieblingstüte. Ja. Mehr Auswahl hatten die leider nicht. Also sie hatten, glaube ich, noch Mickey oder so. Aber ich habe damals echt nicht alle mitgenommen. Warum auch immer. Und ich zeige euch jetzt nochmal meine, die ich im Disney Shop damals mitbestellt habe. Als Frozen 2 rauskam, gab es natürlich auch eine Frozen 2 Tüte. Und die musste ich auf jeden Fall in meiner Sammlung haben. Ich habe noch zwei weitere. Da habe ich damals mit Freundinnen zusammengelegt und ein paar bestellt. Und habe die an meine Freundinnen weitergegeben. Und ich habe tatsächlich noch drei in meinem Besitz. Eine für mich, eine für meine Schwester und eine bekommt eine Freundin, wenn wir endlich die Familie besuchen fahren. Ja, die liebe ich total. Die war auch super schnell ausverkauft. Und dann hatten sie sie aber wieder. Und seitdem habe ich leider im Disney Shop keine Tüten mehr gefunden. Was ist da los bei euch, Disney? Ich will wieder Einkaufstüten shoppen. Ja, die liebe ich auch total. Die ist super schön. Ich mag das mit den Zeichnungen und die beiden anderen Eltern drauf. Ja. Da habe ich dann auch mal bei einer Bestellung noch die Prinzessinnen-Tüte mitgenommen. Die finde ich auch super schön mit Belle und Ariel. Und auf der anderen Seite sind Tiana, Cinderella und Jasmine. Die finde ich super, super schön. Die habe ich noch kein einziges Mal benutzt. Die hat super knallpinke Henkelchen, aber die ist auch super schön. Dann habe ich in einer Bestellung, als ich für meine Schwester meine Figur bestellt habe, König der Löwen natürlich mitgenommen. Die kam raus, als der König der Löwen im Kino lief. Also immer, wenn so Filme reinkommen, haben sie meist auch so Tütchen. Natürlich ist ja im Moment nicht so wirklich was.
Und als der Spider-Man-Film im Sommer lief, war auch Spider-Man dabei, Far From Home. Und die musste ich gleich haben. Also die habe ich mit König der Löwen, glaube ich, zusammenbestellt. Und die musste ich haben. Ich bin ein absoluter Spider-Man-Fan. Und hier mit dem Spider-Man-Gesicht, die war so toll gezeichnet, wie ein bisschen wie beim PlayStation-Spiel. Und mit dem Blau-Rot. Und die liebe ich. Die habe ich schon ein paar Mal damals ins Büro mitgenommen, ins Kino. Da haben mich alle drum beneidet, dass ich die hatte. Also, ja, das ist mein Liebling. Und die letzte Tüte komme ich zu der Mini Parisienne Kollektion. Die habe ich auch mitbestellt gehabt, glaube ich, als ich Frozen bestellt habe. Leider haben die Kitties es hier schon angebissen. Kitties haben es hier schon angebissen und auch hier sind irgendwie schon Beißspuren drin. Ja, also ist das, wenn man kleine Kinder hat, beißen alles an. Was ich an dieser Tüte besonders schön finde, ist, dass sie eben mal quer ist im Großformat. Da passt ultra viel rein. Das ist ein bisschen wie die Depottüten, die ich auch sehr mag. Und sie hat hier diese Applikation von Henkeln mit drauf genäht, was ich sehr hochwertig finde. Und hier sogar ein Druckknopf drin, was ich schöner finde als diese Entschuldigung, dass ich so sage, Kack-Reißverschlüsse, wo immer die Henkel dran hängen bleiben und dann sind die Henkel ausgefranst. Ich habe so eine schöne Katzentasche und diese blöde Klettverschluss hat mir die Henkel komplett zerstört. Ja, und die finde ich auch super schön. Die habe ich schon so oft benutzt, danach sieht sie auch schon aus. Aber mit Mini drauf, mit den Röschen drauf, in schwarz, rosa, die ist so, so schön. Ja, alle ihre Tüten sind 80% recycelt aus Plastikflaschen. Also finde ich echt top. Also das sind nur meine Favoriten. Und das Einzige, was ich euch jetzt noch zeige, ist etwas, was ich nicht persönlich selber geshoppt habe, was meine Freundin mitgebracht hat. Die war dieses Jahr im Januar im Disneyland und sie war so lieb und hat mir das Elsa-Stirnband mitgebracht. Das ist so hübsch, super weich vom Material her, hat hier diesen Schneestern drauf oder Eisstern. Dann hat hier so tolle Perlen mit drauf. Hinten ist Elsa als Applikation in Silber. Innen drin steht dann auch nochmal Exclusive Frozen Kollektion. Und das hat sie mir damals mitgebracht, als ich das gesehen habe bei ihr auf dem Foto. Sie hatte diese Donut-Ohren gekauft und dieses Stirnband. Es war super kalt. Und da dachte ich, oh, es wäre so schön, wenn du mir das einpacken würdest. Und dann hat sie das gemacht. Es hat, glaube ich, 20 Euro gekostet. Aber es ist super schön. Es ist warm. Es ist hübsch. Ich glaube, ich werde es heute gleich tragen. Es ist nämlich super kalt draußen. Und ich finde es nämlich echt edel. Also es sieht so hübsch aus. Ich meine, ich bin nicht der Stirnband-Typ. Ich habe, glaube ich, seit meiner Kindheit keine Stirnbänder mehr getragen. Ich weiß auch nicht, ob man das in die Mitte tragen würde oder ob man das so ein bisschen vielleicht seitlich tragen sollte, damit es nicht so bobbelig aussieht. Ich glaube, so ist ein bisschen hübscher. Wenn das so symmetrisch zum Pony fällt, könnt ihr mir nochmal sagen. Aber ich finde es super schön. Es ist so toll. Ich konnte es le letzten Winter gar nicht so tragen, weil dann war der Winter eigentlich schon fast rum. Aber ich glaube, diesen Winter kann ich es richtig schön. Ich stelle mir das richtig schön vor zur Jacke, zu meinem Anna-Rucksack. Ich habe euch ja erzählt, dass ich noch ein paar Rucksäcke gekauft habe, die nicht aus dem Disneyland sind. Ich habe mir vorgenommen, ich werde euch nochmal ein zweites Video aufnehmen oder vielleicht noch ein paar mehr Videos, wo ich euch unter Umständen nochmal zeige, was ich im Disney Shop geshoppt habe, was ich bei EMP geshoppt habe. Also, wenn ihr noch weitere Disney-Sachen sehen wollt, lasst mir gerne einen Kommentar da. Wie gesagt, ich habe euch gesagt, ich freue mich immer über einen Kommentar und natürlich supportet das mich auch ein bisschen und da freue ich mich drüber. Für die, die noch da sind und mich noch weiterhin unterstützen möchten. Ja, das war's. Das war mein Disneyland-Haul. Also so viel habe ich für mich selbst gar nicht geshoppt. Ich habe sehr viel für Freunde und Verwandte geshoppt. Natürlich viel für meine Nichte. Ich war so ein Baby-Boom gerade, weil meine Nichte geboren wurde. Und ja, ich bin sehr, sehr happy darüber. Und freue mich über die schönen Sachen, die ich immer noch habe und habe ganz große Sehnsucht, wieder hin zurückzufahren. Aber ich hoffe, dass das jetzt bald mal klappt. Und ja, freue mich darauf, von euch zu hören, was ihr vielleicht mit am schönsten fandet. Lasst mir gerne einen Kommentar da, was ihr am besten fandet, was so euer, wo ihr sagt, das ja, das genau, das hätte ich auch mitgenommen. Und hinterlasst mir auch gerne mal eure drei Top-Disney-Filme. Denn das würde mich schon mal interessieren. Guckt ihr Disney, liebt ihr Disney und was sind eure Top-Disney-Filme, wo ihr auf jeden Fall ein Merchandise nachgeguckt hättet. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich sage euch bis dahin Tschüss und bis bald. Ciao.